Hallo, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich melde mich heute aus unserem Wohnzimmer, denn es ist ja im Moment in, eine Stubenhockerin zu sein. Normalerweise liegt auf der Decke hier neben mir unser Hund. Heute steht auf dem Sofa ein Schaf. Es ist das Überbleibsel unserer Osterdekoration und ich finde dieses Schaf sehr süß. Nicht so süß finde ich es, wenn ich selbst mit einem Schaf verglichen werde. Wenn mir jemand sagt, du Schaf, dann fühle ich mich beleidigt. Denn für uns sind Schafe ja dumme und naive Tiere. Umso erstaunlicher ist es, dass wir in der Bibel an vielen Stellen immer wieder mit Schafen verglichen werden. Menschen, ja ganze Völker werden da mit Schafen verglichen. Und auch Jesus sagt über die Menschen, die ihm nachfolgen, sie seien wie Schafe. Wir lesen zum Beispiel im Johannesevangelium in Kapitel 10, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus vergleicht uns mit Schafen. Hält er uns für dumm? Ich glaube, ganz im Gegenteil, Jesus hält uns für besonders wertvoll. Denn Schafe waren zu seiner Zeit wertvolle Tiere. Ihr Fleisch, ihr Fett, ihre Milch, ihr Dung und natürlich ihre Wolle waren wertvoll. Und die Menschen in damaliger Zeit, die hielten Schafe auch nicht für dumm, sondern ganz im Gegenteil für besonders kluge Tiere, für Tiere nämlich, die Vertrauen hatten. Vertrauen, das ist ein wichtiges Stichwort auch für uns jetzt in unserer Situation. Wir brauchen Vertrauen. Vertrauen in die Maßnahmen unserer Regierung. Vertrauen in unsere Mitmenschen, dass sie uns nicht gefährden. Heute Morgen bekam ich eine Nachricht von einer Lektorin unserer Gemeinde. Sie hat mir geschrieben, Gott sorgt schon für alle seine Schafe. Ja, wir sind Gottes Schafe. Kluge Menschen, die denen vertrauen, die ihr Vertrauen verdienen. Und an erster Stelle verdient natürlich Gott unser Vertrauen, denn er ist ja wirklich ein guter Hirte. Es geht uns gut. Verglichen mit der Situation in anderen Ländern geht es uns wirklich gut. Und deshalb wird mein Schaf auch noch ein bisschen länger hier in unserem Wohnzimmer rumstehen. Denn es erinnert mich daran, dass ich dankbar sein kann. Dankbar für unser Gesundheitssystem. Dankbar für jeden, der einen Mundschutz trägt. Dankbar für Gott, meinen guten Hirten, der wunderbar für mich sorgt und dem ich wertvoll bin.